Hallo und herzlich willkommen zu der weiteren Folge Mindtest. Wir stehen hier immer noch und ich sehe eine Katze rennen, ich sehe Kakao und Kraft baden. Oh, das wurde auch mal Zeit, du hast schon gemüffelt. Oh, ja. Welche Richtung wollten wir nochmal gehen? Vielen Dank. Ja, ich folge dir. Das sieht witzig aus, läuft rückwärts unter Wasser. Oh, ich sehe Schnee. Schnee, ja. Und ich glaube, ich sehe Koniferen. Ja, das ist richtiger Schnee. Pinien meine ich, die neuen Pinienbäume. Ja, wie cool. Und das ist nicht von meinem Mod. Mein Mod macht nur Schnee auf Berge. Yay. Ich wollte gerade sagen, Schlag eine, aber das können wir ja gar nicht machen. Nee, geht nicht. Aber, oh, wie geil. Oh, und da wachsen Pinien. Pinien! Ja, nur das Problem ist, wie kriegen wir da... Ich weiß, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, mit meinem Mod kann ich doch so Erde-Dinger machen. Ich muss... Ach ja, ja muss, wir wissen ja. Ja, du weißt doch, Erde mit Schnee einreiben sozusagen. Entschuldigung. Was war das? Ich bin gegen das Mikrofon gehauen. Oh Mann. Das Ding muss auch leiden. Ja, ne? Ja, ist doch egal. Ich meine, dafür ist es gedacht, oder? Also ein bisschen was aushalten wird es ja wohl. Sammelst du mal die Setzlinge ein, bevor die unter dem Schnee verschwinden? Oh, ja. Oh, hier ist gerade Schnee runtergekracht. Hilfe. Ja. Schlägt einen das? Und das Beste ist, wenn wir das bei uns anpflanzen, ne? Wenn du so eine Pinie abholst und der Schnee fällt runter, dann entsteht da unter auch Erde mit Schnee sozusagen. Dann haben wir irgendwann eine Schneelandschaft. Cool. So. Yippie-yay, wir haben unser erstes Pinienholz. Oh, das ist so schön, ne? Oh, wollen wir uns hier einnisten? Ja, so eine kleine Winterlandschaft. So eine kleine Winterwelt, auch nicht schlecht. Ja. Oh, guck mal, da hinten sind noch mehr Pinien. Alles voll. Ja, super. Oh, wie geil ist das denn? Vielleicht können wir ja auch so ein kleines Winterdörfchen da hinstellen. Und guck mal, der halbe See ist zugefroren. Wie stark, ey. Oh. Oh, ey, das sieht wunderschön aus hier, ey. Und dann die eingefrorenen... Da kommt Mangroven hier drin. Ja, voll geil, echt. Ich find's schön. Richtig schön. Ja, ist herrlich. Und dieses Geräusch, wenn man auf Glas auf dem. Ey, das friert hier nach und nach zu. Wie cool. Ich hab das eben gesehen. Ich hab eben gesehen, dass hier so ein paar einzelne Löcher kleiner geworden sind. Ja, es wird wirklich kleiner. Da, ja, ja, hast ich hab's gesehen. Ja. Wie cool, das friert hier nach und nach zu. Guck, wir sollten uns irgendwo einbuddeln. Ja, lass uns mal irgendwo einbuddeln. Hast du eine Idee, wo? Nö. Ich auch nicht. Einfach gerade nach unten. Let's go down under the earth. Ja, du hast eine Schippe, ne? Ich folge dir einfach. Bye. Mach hin, ja. So. Ich höre schon was. Ja, der ist hier über mir. Ah, warte. Oh Mann. Idiot, weg. Hast du zugemacht? Ja, danke. Okay, ja. Der hat's aber eilig gehabt, ey. Hast du eine Fackel? Nein, hast du Kohle? Nein. Wir machen Holzkohle. Gott sei Dank habe ich einen Holzkohle-Mod. Das fängt ja wieder super an, ey. Unsere Erkundungstour endet mit dem Tod. Ja. Haben wir noch was zu futtern? Fängt mir also super an. Ja, ich kann hier nichts hinstellen. Warum nicht? Doch, jetzt. So, das Pinienlaub verbrenne ich einfach mal. Und dann verbrennen wir mal... Oh, dann muss ich das schöne Pinienholz verbrennen, weil ich nichts anderes mehr habe. Stopp, ich nehme es wieder raus. Warum? Ich habe normales. Ja, das ist gut. Dann leg das da rein. Ja, aber ich habe nichts anderes zum Verbrennen. Warte mal, ich habe hier noch Holz. Ich habe Setzlinge. Aber das sind die Pinien-Setzlinge. Das waren die Pinien-Setzlinge. Oh, toll. Aber wenigstens haben wir ein Stück. Ja, ist egal. Hier kommt Holzkohle. Dann können wir Fackeln machen.
So, drei Stück hast du schon rausgenommen. Das ist gut. Ja, so, weil ich habe auch Stöckchen. Ja, so. Super vorbereitet. Hast du noch irgendwie Holz zu verbrennen, also Baumstämme? Bisschen was. Ja. So, jetzt haben wir hier Licht. Das reicht aber erstmal, ne? Oder? Wir können uns ja hier ein bisschen Ja. runterbuddeln, bis wir ein bisschen Kohle gefunden haben. Gute Idee. Wir müssen ja jetzt nicht hier 400 Kilometer tief, aber so, dass wir was finden. Ja, du musst leider Lichten so machen. Hier, hast du Hunger? Ja. Ich habe noch ganze zwei Melonen. Ach, ich habe doch noch das Kürbismehlbrot. Hier, nimm du die Melonen. Ja, Reicht dir das das? sind Kürbisse. Ja, meine ich ja. Ja, reicht. Reicht, bist du satt, weil ich habe voll Hunger. Ja, es geht. Ich habe aber Oh, noch, Kohle, Kohle, ich Kohle. habe auch noch drei Fleisch. So, ich hau jetzt hier das ganze Holz rein, ist mir egal. Ach, du hast Kohle? Ja, ich habe mal so eben welches Ja, gefunden. ist okay. Nee, ich mache hier nur. So, ich habe ein Kürbisbrot, das wird ja für mich locker reichen. Hallo? Ja, super. Sechs Fackeln habe ich jetzt auf Ja, das ist einmal. ein bisschen cool für die Reise. Ja. Oh, Kürbisbrot ist voll super. Vier Hungerpunkte weg, satt. Alter. Ja. Das hat sich mal richtig gelohnt. Ja, siehst du, jetzt haben wir auch schon Kohle. Buddeln mal hier runter. Nur den Eingang hier Ja. behalten. Bisschen Zinn, okay. Kohle. Noch mehr Kohle. Eisen. Eisen? Ja, super. Ich finde erstmal so die wertvollen Ja, Sachen. echt mal. Shit, ich habe zwei Blöcke hoch runtergebaut. Ich bin so ein Honk. Ja, ist egal. Ja, Oh, Kohle. Läuft. Noch mehr Kohle. gut. Ne? Oh, doch. Reicht eigentlich schon. Ich buddel eigentlich nur noch weiter, weil ich hoffe, dass die Nacht dann rum ist. Ja. So, jetzt muss ich hier nur irgendwie wieder rauskommen. Ah ja. Hab dann der Seite einen Weg Ja, gebaut. hab schon gesehen. Nur ein bisschen Kohle für die Reise. Das ist gut. Ja. Wunderbar. Das wird, glaube ich, eine etwas größere Tour, oder? Ja, also hier das Winterbiom finde ich ja schon mal Hammer, ey. Und das ist gar nicht weit weg. Ja. Immer vorsichtig auf. Ja. Warte mal, ich nehme schon mal ein Schwert in die Hand, falls da wieder so ein Trottel steht. Ne, Nee, ist ist noch noch Nacht. Nacht, mach zu. Hier drei Jetzt Fla. müssen wir uns mit etwas beschäftigen. Ja. Namens Mensch klau dich nicht. Ich habe Silber, ich habe Eisen und ich habe Zinn. Und Ich noch. habe auch Zinn und Eisen. Und neunmal Kohle habe ich. Und drei Fleisch. 22 Und Mal. drei Fleisch habe ich fertig. Hast du noch Hunger? Nein, eigentlich Und ich nicht. habe einen Schneeball. Okay, wir spielen jetzt Mensch, klau dich nicht mit dem Schneeball. Mit dem Schneeball, ja, okay, warte. Wie spielen wir das? Ich nehme. Darf ich Erde nehmen? Ja. Oh, das ist doof. Wenn man Schneeball hinwirft, wird das too much. Jetzt habe ich wieder einen Schneeball. Warte mal, so. Super, einfach ein Kuh. Okay, und jetzt los. Ach so. Hab's. Okay, ich hab auch. Okay, das war jetzt doof. Okay, nochmal. Jetzt meine Erde her. Warte. Du hattest nur eine Erde. So. So. Ja, ich hatte fünf Erde, aber egal. Oder Waren es so fünf? und Ja, okay. Ich habe beides. Oh, nee, doch ich nicht. habe nur Erde. Ja, Das ist nur schwer, Mann. weiß. Warte. Fünf Erde hattest du, ne? Ja, egal, wirf einfach hin. Yeah. Sodass wir die Spielscheine unterscheiden können. Ja, ey, ich weiß nicht, ja. Wo ist jetzt mein Schneeball wieder hin? Da. Ah, ich hab Erde, ich hab Erde, ich hab Ja, Erde. jede Menge sogar. Ach man, nein, so doch nicht. So. Oh Mann. Man darf die Schneeball nicht zu doll werfen, sonst geht er kaputt. Es ist immer noch Nacht. Geht's wieder?
Einen kleinen Moment, ja. Weg? Gleich. Alles wird gut. Okay. Ich glaube, es geht zu langsam wieder. Ja, also ich buddel noch ein bisschen. Gerade... Wenn es klaudig nicht ist, dann doch vielleicht nicht ganz so spannend. Wir hätten die Betten mitnehmen sollen, weißt du das? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, weil mit dem Kompass finden wir ja trotzdem nach Hause. Das heißt, nee, wenn du irgendwo stirbst und am Spawn bist. Nee, war schon ganz okay. Wir sind direkt im Dorf. Im Stall, um genau zu sagen. Ja, außerdem haben wir direkt am Spawn gebaut. Also müssten wir eigentlich jeden Fall wiederfinden. Weißt du, wo ich das letzte Mal gestorben bin? Da bin ich genau auf der Spawnkiste gestanden. Ja. Am Spawnpunkt auf meiner Sterbekiste gestanden, so rum. Glaube ich jedenfalls. Kann natürlich auch ein Bug gewesen sein. Nee, die Sterbekiste ist auch immer da, wo du stirbst. Ja, eben. Und ich bin aber an gleicher Stelle wieder gespawnt worden. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das wirklich das normale Spawnpunkt gewesen wäre. Ne, ist immer noch nach. Kannst du Alter. Zumachen? Du hast die Erde, ich habe keine. Ich habe nur Sand und der fällt wieder runter. Ich kann Kobbel da reinmachen. Nee, ich hab jetzt. Okay. Los, wir buddeln noch bis zur nächsten Kohlefundstelle und dann mal gucken. Ich glaube, es wird zu langsam schon wieder her. Ja. Es kann ja nicht mehr lange sein. Okay, ich buddel hier lang. Ich hab Kalite. Oh gut, nimm mit, auf jeden Fall. Kalite. Ja, super. Gilt das als Kohle? Ja, Kalite ist praktisch wie Kohle. Es brennt, glaube ich, nicht ganz so lange, aber ansonsten ist es genauso wie Kohle. Oh, Morning! Was, Morning? Ja, ich bin gerade bei dir reingestürmt. Wo bist du? Weg. Wie, waren hier Mobs? Nee, hier ist doch alles ausgeleuchtet. Nein, du. Ach so. Ich dachte eben, was mit, wen meint die? Dich. Oh Mann. Okay. Ich glaube, wir gehen jetzt raus, auch wenn es dunkel ist. Ich will jetzt hier nicht mehr rumhocken. Nee, ich auch nicht. Ungemütlich hier. Ja, irgendwie, ach da. So, hops, sind hops, wir da hops, warte, hops. Im Hopsen habe ich es immer ja, nicht. Ja, hell. Ja, super, ich komme. Oh, ich habe Durst wie verrückt. Hast du was zu trinken bei dir? Also in deinem Zimmer jetzt, im Real Life. Wollen wir den Ofen hier stehen lassen? Nö, den nehmen wir mit, ne? Fürs nächste Mal. Nehmen wir mit. Super, Sonne geht's gerade auf. Oh, schön, herrlich. Oh, mir gefällt die Winterlandschaft hier so gut, ne? Ja, lass mal da durchgehen. Ja. Ist wirklich herrlich. Wollen wir ein bisschen Schnee sammeln? Müssten wir eigentlich erstmal eine Schippe machen. Wenn so... Oh, guck mal, hier ist wieder so eine Grotte. Eine Grotte? Warte. Eine zugeschneite? Grotte. Nee. Oh, wie schön, alter Schwede. Ja, wie kommen wir hier wieder raus? Scheißegal. Aber geil. Hat was. Ja, cool. Da ist überall Aerol. Alatro. Ja, Alatro meine ich ja. Aber das lassen wir drin, ne? Ja. Ich will hier nichts kaputt machen, ehrlich gesagt. Hatte ich das schon mal erwähnt, dass... Arol, rückwärts. Lora heißt, ja, hast du in der ersten Folge. Und in der zweiten, okay. Glaube ich, auch. okay, ja. Gut, dann wissen die Zuschauer es jetzt lang und breit. Ja, genau. Ich mach mal schnell eine Schippe, ich nehme ein bisschen Schnee mit. Einfach so. Ich habe keine Schaufel mehr. Ja, ich habe mir gerade eine Steinschippe gemacht, weil ich habe keine Lust, den Ofen rauszukramen und. Können wir nämlich Himbeer-Smoothies zu Hause machen.
Hast du was zu essen für mich? Du, ich habe noch 3 Fleisch. Dann wird's knapp. Wir müssen unterwegs mal ein bisschen was zu futtern einsammeln. Okay. Ja, danke schön. Ja, kann ich eins wieder haben oder so? Weil mir fehlt auch ein bisschen was. Danke. So. Auch schon nur eins. Ja, eins habe ich jetzt noch. Und dann brauche ich dringend was zu futtern. Aber da hinten sehe ich einen Apfelbaum. Voll fett, viel Apfel drin. Dran. Aber egal. Nee, wir gehen weiter. Ja. Das schön Geräusch hier vom Laufen ist voll Hammer. Ja. Das ist richtig schön, finde ich auch. Oh, ich bin daneben gesprungen. Hi. Herrlich. Ja, ich finde es auch gut, richtig gut. Hochbauen am besten, wa? Wir können außen rum gehen. Ja, hast du recht, wir gehen außen rum. Oh, lass das doch, zerstör die Landschaft nicht. Wir haben noch eine Mine vor der Tür. Ja. Guck mal, hier kann man durchgehen. Ja, geil. Und da kann man hoch. Ach, da hinten wachsen Blaubeeren. Schön. Wunderschön hier. Warte mal, ich wechsle mal das Schwert, weil Steinschwert kann ruhig. Der Stahlschwert kann nicht langsam kaputt gehen. Ja, siehst du. Futtern haben wir auch schon wieder. Ich sehe Dschungelgras, ich sehe einen Dschungel. Oh, dahinter wird's krass. Komm mal mit. Oh, oh ja, ich folge dir. Oh, ich wollte gerade was machen. Was denn? Nix. Ich dachte eben, da wären Dungeons, das waren nur Keys. Wir haben ja Dungeon generieren aus. Ja. Ich finde die voll, ich finde die voll spannend, ey. Wenn du in Dungeon gehen möchtest, spiel Zelda. Hast du auch recht. Ja, muss ich übrigens noch. Terra-Tempel. Seit 4 Wochen will ich das machen und komme irgendwie nicht dazu. Alter, ist der dicht. Neuerdings cool. Macht er richtig dichte Dschungelwälder, ne? Das ist ja auch in echt so. Ja, ist ja auch so. Aber trotzdem, ich find's gut. Ich find's richtig klasse. Das war früher nicht so. Früher standen die nicht so dicht beieinander. Wusstest du, dass im Dschungel nur ungefähr 2 Meter Boden höchstens ist? Echt? Hier sind Tomaten. Lecker. Nur ungefähr 2 Meter Boden ist? Und die sich da alle drauf wachsen, die ganzen Urwaldriesen? Echt? Ja, ist so. Hammer. Wunder, dass die nicht umfallen. Ah ja, gut, ja, die dicken Füße halt, ne? Ja. Das sind die Füße. Also verhungern muss man hier nie, das finde ich auch gut. Ja. Weißt du noch in unserer Minecraft-Welt, wo ich mit letzter Kraft uns noch was zu essen besorgt habe? Ja, Barley. Ah. Und jetzt haben wir da richtige Barley-Probleme. Ja, stimmt. Also Probleme. Ja. Da hat mich auch so ein blödes Monster verfolgt und ich konnte nicht mehr sprinten und oh, ey, widerlich. Oh, ja. Mit letzter Kraft. Aber wirklich mit letzter Kraft. Ich glaube, ich hatte noch ein halbes Herz. Nee, du hattest noch... Ich glaube, deine Hungerpunkte waren in dem Moment weg, wo das Brot fertig war. Ja. Da hast du das erstmal Schaden genommen und dann hast du das Brot gegessen. Stimmt, genau so war. Auf jeden Fall war es mega knapp. Ich habe schon gedacht, das war es. Jetzt verrecke ich hier ganz blöde. Ja, aber wir haben wirklich gar nichts zu essen davon. Wir sind erstmal dumm rumgelaufen. Ja, aber wie lange? Ja. Ja, siehst du, das kann dir hier eigentlich nie passieren. Stimmt. Hier ist an jeder Ecke was. Finde ich auch eigentlich ganz gut, weil wenn du, guck mal, wenn du keinen Bock hast auf Farmen, na egal, dann suchst du halt immer was rumsteht. Ja. Zum Beispiel der Kräpfel. Und hier schon wieder ein Winterbiom. Ich knall mal noch eine Pinie um. Ich muss eine Pinie haben. Ja, ich fühle gerade einen Rucksack, weil ich schon voll bin. Echt? Ja. Das klappt leider nicht. Ich habe keine Erde. Wer hat meine Erde gelootet? Loot
Luther King. Kennst du Luther King? Ja. Martin Luther King. Ja, genau der. Wo bist du? Ach da. Ich bin hier im Baum. Ich hab doch jetzt eine Schippe, ja. Oh, das geht jetzt auch noch. Zack. Oh, hier könnte man super einen Hafen reinbauen, diese Bucht. Ja, stimmt. Hm, sogar die Setzlinge stecken halb im Schnee, das finde ich witzig. Teilweise jedenfalls eben. Oh, guck mal die Insel da drüben. Wo? Insel? Wo bist überall du? Insel. Ich sehe dich gerade nicht. Komm mal hier. Ach da, ja. Moment. Süden, Norden, Westen, irgendwas. Irgendwas, hier. Ich gucke mal nach deinem Namen. Ja, okay. Yippie! Du schwimmst rückwärts. Und übrigens finde ich schade, dass es keine Schwimmanimation gibt, dass man über das Wasser läuft. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, wirklich das jetzt. Robert schneller als ich rückwärts? Kann sein, weiß ich nicht. Nee, aber irgendwie nicht. Irgendwie täuscht das wohl nur. Ich glaube, wir sind gleich schnell. Oder? Ja. Inzwischen schwimme ich auch vorwärts, ne? Ach so, ja, okay. Wollen uns Boote bauen, ein bisschen über das Meer fahren? Gute Idee. Ich mach mal welche. Okay. Kleinen Moment, ich muss auch mal einen Schrott hier rausnehmen. So. Ich habe wieder nur Pinienholz. Ach nee, ich habe noch, alles klar, ich habe noch Konifernholz. So, ein Boot für dich. Danke. Ein Boot für mich. Und dann würde ich sagen, wo habe ich das Boot hingetan? Ich trottel da. So, allzu viel Platz habe ich nicht mehr. Mein Rucksack ist schon voll, mein Inventar habe ich auch nur noch zwei Plätze oder sowas. Ja, aber mir geht's ähnlich. Ja, ich denke mal, wir müssten dann auch... Ah, es trifft sich gut in der Nacht. Ich meine, auf dem Wasser gibt's ja keine Mobs so, ne? Großartig. Ja. Ich habe unten auf dem Laptop habe ich ein Du bist bei mir voll schwarz. Jetzt nicht mehr. Ja, habe ich einen Mod mit Fische und Haie und sowas. Das ist auch ganz witzig. Bats, fahr mal ein bisschen schneller. Oh, hör auf. Fahr. Los. Gehen wir mal hin. Keine Ahnung. Erstmal darüber, oder? Wo fährst du hin? Du fährst im Kreis. Oh Mann, Erik. Oh Gott, nein, das darf nicht schon wieder so enden. Ja, warte mal. Ja, was? Ich sehe wieder den Aufnahmedings nicht. 23 Minuten, okay, weiter. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin in die richtige Richtung weitergefahren. Ich wollte mich nur kurz orientieren. Ja, toll. Ja, ich war eben ganz... Da vorne kommt ein Strand, super. Da fahre ich jetzt drauf zu. Du fährst auf den Strand zu. Warte mal, ich glaube, ich... Ja, da steht eine Palme. Strand mit Palme, okay. Ich sehe auch nicht dein Namensschild, das ist voll ätzend gerade. Ich auch, deins nicht. Ich halte überall aus, Scholana. Ja, ist das... Also einen Strand sehe ich hier, aber keine Palmen. Kiesstrand. Nee, ja. Nee, ich habe hier Sandstrand. Und, ja. Palmen und daneben ist ein Kiesstrand. Ich dachte gerade, diese Pinie kippt um. Hier ist ein toller Kiesstrand. Okay. Die Bucht zum Einparken. Ja, warte. Ich fahre mal in die Richtung, wo ich dich vermute. Aber wie gesagt, wissen tue ich es nicht. Bleib ruhig auf dem Wasser, da gehen dir die Mobs nicht um den Drömmel. Okay, ich parke geradeaus. Ich sehe eine Palme. Oh yeah, ich sehe Palmen. Und ich sehe eine Pinie. Die umkippt. Ja, ich sehe dich, du kommst. Ich sehe dich immer noch nicht, aber macht nichts. Yay!
Aber hier ist Kies. Auf jeden Fall ist das. Ich sehe ein Boot. Ja. Yeah. Oh. Alter. Ey, so einen Kiesstrand habe ich so auch noch nicht gesehen. Ganz ehrlich. Voll cool. Ah, ja. Ey, das wird immer besser, ey. Oh, Palmenbäume auch noch mitnehmen? Also Palmen meine ich. Ja, ist eine gute Idee. Ja, ne? Ich mach die hier erstmal um. Mhm. Meine Inventar. Vielleicht können wir die auch irgendwo hinpflanzen. Mal gucken. Ja, gute Idee. Jetzt fallen aber keine Setzlinge raus. Die sind immer voll mies hier mit Setzlingen. Voll geizig. Hm. Egal, dann noch welche. Alle um selben Einsetzling. Ja, so ungefähr. Manchmal echt, wenn es dumm läuft, dann ist das wirklich so. Puh, bin mal zu dir rübergekommen. Ja. Ich hoffe ja, hier fallen mal irgendwann Setzlinge raus. Hm. Jarek, da müsstest du mit dem Boot rüberfahren. Unbedingt. Unbedingt, ja. Wie viel Hunger hast du? Also mir fehlen 3 Hungerpunkte. Mir 2. Mhm. Hast du ein Palmsetzling entdeckt? Ich hab keine. Ich auch nicht. Oh, schade, echt. Ich will keine. Ja, ich will jetzt aber nicht noch eine umkloppen und dann ist hier gar nichts mehr, weißt du? Ja. Weil vielleicht kommt hier ja noch irgendwann was hin, ne? Mhm. Ja, wenn sich lang genug hier aufhält, dann kommen schon welche, denke ich mal. Aber genau weiß ich nicht, aber ich denke mal, es ist so. Also mit Pflanzen allgemein, die wachsen mit der Zeit. Ja. Ich meine damit, dass wir hier irgendwie vielleicht ein Dörfchen bauen oder sowas. Ne, so weit weg. Why not? Ganze Welt bevölkern! Ja! Womit? Wir sind alleine hier. Ja, ja, hast du recht. Ja, ich weiß schon. Ja, dann machen wir irgendwann eine Serverwelt von einem öffentlichen Server. Ey, das wäre eine super Idee. Ja, ne? Warum nicht? Bauen wir im Let's Play alles und dann wird zum Server. Dann wird zum Server freigegeben. Ja, wer will, kann hier spielen. Fertig. Ja. Das ist überhaupt eine gute Idee. Dann würde. Man könnte auch, was ich, Zuschauer einladen, hier, helft mal bauen und so. Ja. Ne? Und dann normal als Let's Play weitermachen, wenn alles steht. Stimmt. Wäre bestimmt ganz witzig. Ja, bestimmt. Ich hab's geschafft, ich bin da hochgesprungen. Wuhu, Applaus! Ja, Skiller, nenn mich Skiller. Skiller, was willst du sagen so? Wollen wir wieder Richtung Heimat latschen? Dann müssten wir da quer rüber. Wo ist Heimat? Okay, wir gehen wieder nach Hause. Also da, wo ich jetzt hingucke, da ist Richtung Heimat. Wirklich? Ja, laut Kompass ja. Okay, let's go! Wow, aua, ich hab voll Schaden genommen jetzt. Hier war ich auch ein bisschen. Ja, ja, egal, ist nur eine Holzrüstung. Oh Gott, habe ich überhaupt Rüstung an? Du hast noch Rüstung, ja. Ja, weil ich... Warte, ganz kleinen Moment. Ja, ach so, ich weiß, der Rüstungsmod spinnt mal wieder. Setz meinen Helm auf und wieder ab, dann geht es meistens wieder. Ja, jetzt geht wieder. Der ist einfach mal im Echt vor. Ja, ne? Ja, aber im Großen und Ganzen, so mit der Rüstung finde ich schon schlecht. Ja, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Du weißt, wo wir sind? Ja, wir sind... Ja, ja, jetzt müssen wir ungefähr da lang, ne? Ja. Also wir müssen Da drüben waren die Eisberge. Ja, wir müssen hier eigentlich so gerade durchschießen. Wow, wow, wow. Hier lang, hier lang, hier lang. Hey. Oh, warte, ich helfe dir. Brauche ich, glaube ich, nicht, ne? Nee, so, wo müssen wir lang? Wir müssen da lang. Ach, da lang. Hm. Ja. Immer hier so quer durch, sozusagen. Stopp! Von hinten! Ja, danke.
Gib mir die Erde, du Blödmann. Wollen nicht mal irgendwo was essen? Wo bist du? Ach Ja, da. gute Idee. Hier so unter der Palme. Also ich Blaubeeren. habe noch ein Stück Fleisch, das esse ich erstmal. Ja, Und ich habe Blaubeeren. ja, und dann. Ja genau, Blaubeeren ist nicht schlecht, habe ich auch. So, jetzt bin ich eigentlich schon satt. Können wir eigentlich weiterrennen. Okay, brauchst du nur ein paar Himbeeren. Okay. Okay. Ah, hier ist wieder dicker Dschungel. Oh, richtig dicker Dschungel. Müsst ihr nicht auch irgendwann dann mal. Ach, das ist ein Schaf. Hi, Schaf. Ein Schaf. Ah, wo ist meine Schere? Wo ist meine Schere? Schaf. Danke. Gib mir die Wolle. So. Oh, weißt du, als wir das Huhn aus dem Dschungel gelockt haben? Oh ja, das war auch so eine Aktion, ey. Auch in Minecraft, ne? Ja. Das Huhn aus dem Dschungel. Ja, Ey. und ewig weit weg. Ich weiß nicht, wie weit, Ey. ey. Wir haben das, glaube ich, einen Tag und eine Nacht durch die Gegend gelockt, ne? Ja. Am Ende, wir haben irgendwie am Anfang drei Hühner gehabt und am Ende noch ein Ein einziges. einziges, aber das hat's geschafft. Und da hatten wir Hühner. Ach nee, Was? nee, warte mal. Doch, wir hatten dann Hühner, ne? Irgendwann hat's ja mal Eier gelegt. Genau. Und dann kam Küken raus. Dann hatten wir Hähnchen. Ja, genau. Und die Kuh hatten wir, glaube ich, auch schon so ewig weit weggelockt, ne? Ja, stimmt. Die Kuh war auch irgendwie ziemlich weit weg Ja. gewesen. Wo müssen wir überhaupt lang? Ich laufe hier so. Also Da kommt ein theoretisch. Dirty Boy, Dirty Boy, Oh, Dirty Boy. boah, Mama Mia, ey. Au, 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 Jetzt habe ich mich aber gerade richtig derbe erschrocken, au. ey. Oh Mann. Oh, ist das schön. Super, ne? Finde ich auch. Hier waren wir vorhin unten. Ja, richtig. Wir müssen da geradeaus durch, sozusagen. Das ist herrlich. Ja, ich finde es auch wunderbar. Und dann haben die Leute mal ein bisschen mein Testfeld gesehen. Und wir sind schon wieder, die halbe Stunde ist voll. Wir sind eigentlich schon Ganz der drüber. Moment. Ja, ach, du machst einen Screenshot, ne? Ja. Warte mal, ich will mal was gucken. Was bedeutet diese Anzeige? Aber wir sind noch 450, 454 Blöcke entfernt von unserer Heimat. Ja. Also der Kompass hier ist viel, viel besser als in Minecraft, das muss ich echt sagen. Bist du hier lang? Jo, bin schon auf dem Weg. Wir müssen uns irgendwo verabschieden und dann das nächste Mal weiterlaufen. Okay. Oh, da ist gerade ein Schaf gestorben. Fleisch, Fleisch. Skiller. Los, gib mir die Wolle, gib mir das Fleisch. Entschuldigung, mir ist das runtergefallen. Ja, ich hör's. Aber nur Failgott bei mir. So, wir bauen uns hier einen ganz kleinen Unterschlupf und dann da beenden wir dann. Ja, genau. Und dann gucken wir mal. Erstmal Richtung Heimat gehen und dann bauen wir mal weiter oder so. Aber immer nur bauen, das wird dann ja auch langweilig. Von da war der Ausflug hier schon Ja. okay, finde ich. Richtig? So, dann machen wir rein. Ja, ich stelle auch einfach einen Klotz rein. Genau. Guck mal, dann können wir noch rausgucken. Alles easy. Genau. Ja, dann mache ich hier ein bisschen weiter weg, dass der mich auch nicht erwischen kann. So, das reicht, wa? Ja. So, und verabschieden wir uns hier. Ja, Genau. so, F7, F7. So, jetzt gucke ich wieder falsch rum. So, also, alles klar. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.